Yo, Leute! Das bin ich und der echte Lars Houdini, der Zauberer. Soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen? Ja, zeig mir einen Zaubertrick. Okay, warte. Oh, Leute, was war das? Hast du es gehört? Das, meine werten Damen und Herren, ist nämlich schon der erste Punkt gewesen. Und zwar sind wir hier nämlich in einem Minecraft-Server in einem Dorf gelandet, wo es unnötige Sachen im Dorf gibt. In diesem Dorf ist es klassischerweise so, dass wenn man Sachen wegschmeißt, dann sagt alles Brr. Hä, das fliegt ja nach oben. Ja, ich sag's dir, in diesem Dorf ergibt gar nichts Sinn. Nein. Hier fliegen die Sachen einfach weg, die man mal was hin, hier, fang auf. Warte, du musst... Oh, meine Tastatur ist kaputt. Du musst oben auf einen... Spring mal auf einen Baum drauf oder sowas. Du musst irgendwie hochkommen. Warte, ich mach Supersprung. Ja, mach einen Supersprung. So, versuch mal oben jetzt was zu fangen. Meine Tastatur. So, ich geb dir das jetzt nach oben und du fängst auf, okay? 3, 2, 1, fang. Nein! Nee, geht okay. Nicht. Doch, du kannst. Ich geh mal höher. Da, warte. Wo ist es? Ich baue dir die Blätter ab und dann musst du es auffangen. Okay, es ist unter diesem Blatt hier. Fang auf. Okay. Fang auf. Ja! Du hast es bekommen. Okay, Leute, ihr habt auf jeden Fall verstanden, das hier ist ein Dorf, wo nichts Sinn ergibt, okay? Hier gibt nirgendwo irgendetwas Sinn. Hier fliegt Fleisch und alles herum und hier ist tatsächlich sogar schon die erste Aufgabe. Und zwar ist nämlich hier, hochgehen zum Arm werden. Das ist die erste Sache, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und zwar kann man hier hochgehen und dann kann man arm werden. Und das, was uns hier erwartet, hochgehen zum Arm werden. Also, hier oben kannst du arm werden. Denn das, Lars, ist eine ganz besondere Maschine. Wenn man da drauf geht, dann heißt die Diamond Arm Compressor. Wenn wir also wollen, dass wir sozusagen einen Diamanten wieder zurückverwandeln in Kohle, warum auch immer man das machen möchte, hat man hier die Maschine erfunden dafür. Und zwar den Kohleumkompressor. Da packt man oben, wenn du reinguckst, oben den Diamanten rein und unten die Kohle rein. Kohle. Und jetzt guck. Da kommt jetzt der Diamant raus und er wird zu Kohle. Achtung, warte. Und da drin ist jetzt einfach Kohle. Das heißt, man kann hier seine Diamanten... Oh mein Gott, wie schlecht. Man kann hier seine Diamanten... Das ist so kontraproduktiv, Mann. Ja, wenn man gerade seine Diamanten gefarmt hat, kann man sie hier gleich wieder in Kohle umverwandeln. Aber der passende Soundtrack, hey, mein Diamant ist zu Kohle geworden. Bruh, das ist schon cool. Also, deswegen, Lars, das war eine Sache, die in diesem Dorf absolut unlogisch ist. Okay. Es gibt aber noch viele weitere unlogische Sachen. Das ist wirklich unlogisch. Und warum fehlt dir die Hälfte vom Haus? Das ist ein unlogisches Dorf. Das ist ganz normal, dass dir solche Sachen fehlen. Komm mit. Möchtest du dir 5 Euro verdienen, Lars? Komm mit. 5 Euro. Ganze 5 Euro. Riechst du das? Ich glaube, was ist das hier? Hat hier jemand etwa... Nee, doch nicht. Alles gut. Okay. Ich glaube, ich habe hier nur irgendwas gerochen, so. Pass auf, in diesem unlogischen Dorf gibt es eine unlogische Kiste und da kannst du dir 5 Euro verdienen, wenn du es schaffst, diese Kiste zu befüllen. Denn hier steht dran. Warum muss ich... Warte mal. Was? Da steht dran. Wer es schafft, hier ein Item reinzulegen, kriegt 5 Euro. Glaubst du daran, dass du... Noch nicht aufmachen. Aber glaubst du, du schaffst es, hier ein Item reinzulegen? Hör auf, das Schaf zu hauen, sonst kackt es noch auf den Boden, weil hier im unlogischen Dorf kacken die Schafe auf den Boden. Ich schwör's dir. Oh nein! Als ob. Hör auf. Doch, die tun das. Jetzt hast du es umgebracht. Natürlich kannst du jetzt nicht... Ja! Das Fleisch ist einfach in die Luft geflogen davon, gell? Okay, ich probier mal aus, ne? Okay, probier mal aus, dieses irgendein Item da reinzulegen. Probier's mal aus. Ich hab hier eine Wolle. Hör auf, lass die Finger davon. Okay, mach. Hä? Du kannst da versuchen, da mal was reinzulegen. Das ist eine Kiste, da kannst du nichts reinlegen. Wenn du die Sachen reinlegst, dann verschwinden die einfach. Das ist eine Kiste, die nichts halten kann. Sie funktioniert sozusagen. Ja, sie funktioniert sozusagen wie eine Art, Allfresserkiste. Also eigentlich funktioniert sie wie ein Mülleimer, aber sie sieht aus wie eine normale Kiste. Ist auch übelst buggy. Ja, Mann, wenn du deine Items da reinlegst, dann verschwinden die einfach. Aber ganz im Ernst, wer benutzt so eine Kiste? Real Talk. Ich weiß es nicht. Leute, die 5 Euro verdienen wollen. Tatsächlich ist es aber so, man kann hier keine 5 Euro verdienen. Kommen wir zur nächsten Sache, die wir uns hier ansehen werden. Und zwar werden wir uns ansehen, wie etwas vor dir wegläuft, Lars. Ist schon mal vor dir komplett etwas weggelaufen? Du? Nein.
Ich auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Und zwar, A, laufen natürlich die Villager weg, wenn man die Lampe läutet. Ja, das sind, das sind diese Büsche. Es ergibt gar keinen Sinn, warum diese Sachen alle nach oben fliegen. Fliegen einfach alle weg. Komm mit, ich zeig dir etwas, Lars. Und zwar etwas, wovor... Es ist sehr scheu, was ich dir jetzt zeigen werde. Und du musst da richtig aufpassen, dass du da nichts Falsches machst. Und zwar suchen wir nämlich jetzt nach etwas ganz Wild. Da ist es! Da ist es! Psch, psch, komm her. Setz dich hier hin. Siehst du das? Da um die Ecke. Hä? Nein, nein, nicht der Villager. Was ist hier um die Ecke? Da um die Ecke. Siehst du das? Ja, das ist ein Portal. Okay, pass auf. Das ist ein Portal. Das ist hier in diesem Dorf ganz anders. Das ist kein normales Never-Portal. Das ist ein Never-Portal, das hat Angst. Das ist ein ängstliches Never-Portal. Oh nein, verschwindet das? Geh mal hin, versuch mal reinzulaufen. Boah! Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Bin ich erschrocken. Das ist ein Never-Portal. Das hat Angst vor einem. Guck, warte. Ich geh da rein. Das verfolgt mich. Alter, das bewegt sich so sehr. Das ist voll krass. Warte. Das ist richtig gruselig, gell? Ich erschreck halt mega, aber es wandert ja einfach richtig. Ja, ne? Das läuft einfach herum. Aber ist es an sich ein stinknormales? Ja, ich glaube, man kann es sogar schaffen, da reinzugehen. Warte. Ja, nein, nein. Hey, komm her, Never-Portal. Ich will... Nein, es läuft immer weiter. Es hat den Baum kaputt gemacht. Ist ja absolut weird. Das läuft die ganze Zeit. So was habe ich auch noch nie gesehen. Ist ja mega weird, oder? Ja. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin never gekommen. Bei mir hat's funktioniert. Okay, und jetzt wieder ab zurück. Okay, bin wieder da. Ja, weil eben hab ich nämlich das Ding zum... Ich bin wieder aus dem Never-Portal rausgekommen, währenddessen es sich bewegt hat. Okay, das war die nächste unnötige Sache in diesem Dorf. Ein scheues Never-Portal. Aber soll ich dir nochmal was Cooles finden, ne? Ich kann dir hier die Raketenstation zeigen. Willst du die mal sehen? Nein, ich gehe jetzt nach Hause. Ciao. Guck, hier ist die Raketenstation. Schau dir das an. Geh rein in die Raketenstation. Das ist doch keine Raketenstation. Doch, das ist eine Raketenstation. Ach, siehst du? Kacke. Was ist das? Das ist Wort. Ist das? Da steht's dran. Ach, das ist eine Toilette. Das ist die Superhelden. Kann man sich da draufsetzen? Ja, setz dich mal drauf. Okay. Jetzt hast du dein Geschäft gemacht. Und jetzt? Ja, pass auf, pass auf. Die lebt, die lebt. Steh wieder auf. Die bewegt sich. Ja, ja, du musst aufpassen. Oh, die spült auch. Okay, okay. Aber nur die Leute, die ganz genau wissen, wie man diese Toilette verwendet, wissen, dass das eine Superhelden-Toilette ist. Willst du wissen, wie die funktioniert, Lars? Ich weiß es nicht. Aber also, zeig her. Also, setz dich da drauf. Okay. Und danach sagst du... Die Superhelden-Toilette ist, da fliegt sie! Du kannst auf der Toilette fliegen. Zur Hölle. Ja, was ist, zur Hölle, du kannst einfach auf dieser Toilette fliegen. Das ist eine Superhelden-Toilette. Darf ich auch mal? Ja, hier, flieg. Du musst den ersten Slot auswählen und dann nach vorne drücken. Nee, geht nicht. Weißt du warum? Mann. Weil du der Toilette nicht würdig bist. Spül ab und lass weitergehen. Ich zeig dir das nächste. Ah, der macht sogar so. Ah! Oh Gott, da sind viel zu viele Zombies. Alter, die machen einfach diese Bra-Geräusche. Alter, das ganze Fleisch ist nach oben geflogen. Okay, willst du noch ein kleines Magiesekret hier aus diesem Dorf hier herausfinden? Mann, hier regnet es die ganze Zeit. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das will. Aber ja, zeig her. Okay, komm. Ich zeig dir das nächste. Komm mit. Es gibt hier nämlich eine Legende in diesem Dorf. Und in diese... Alter, du bist gerade in der Toilette geschwommen, hast du gerade gesehen. Alter, die macht sogar Deckel auf und zu. Guck mal. Ja, ja, guck. Warte, Deckel auf und zu, kommt gleich. Du bist gerade wieder geschwommen in der Toilette, hast du es gesehen? Absichtlich, guck nochmal. Ja, jetzt liegst du in der Toilette drin. Oh mein Gott, das funktioniert echt. Okay, let's go, weiter. Kommen wir zu einer Legende, und zwar eine Legende, von der ich dir bisher noch nicht erzählt habe. Warum hast du Game Mode an? Ich? Weil ich dir nämlich von der Legende erzählen werde. Ach so. Es gibt nämlich einen magischen Block. Und dieser magische Block ist tatsächlich extrem magisch. Pass auf, ich zeig ihn dir. Wie magisch von 1 bis 10? Du gehst hier nach vorne. Da hinten ist er. Siehst du ihn? Ah ja. Aber das sind auch mehrere. Nein, nein, nein. Der eine im Wasser. Aber da musst du aufpassen. Einfach hinschwimmen? Ja, aber ich würde mich hier nur ganz langsam nähern. Ganz langsam. Okay. Bruh. Okay. Lass vorgehen. Ganz langsam nähern. Bruh. Psch, psch.
Pass auf! Oh nein, sorry. Hast du es gerade gesehen? Was da dran stand? Da stand irgendwas mit mein Name ist, glaube ich. Genere, my name is. Was glaubst du, wer ist da? Slim Shady. Nein, komm, geh näher ran. My name is. Geh näher ran. My name is. Wer ist es? Wer ist es? Warum existiert so etwas, Mann? Ich weiß es nicht. My name is Jam. Was ist das, gell? Da kommt einfach so ein Kopf raus. Oh, das ist so dumm. Das ist Jeff von 21 Jump Street. Ja, Mann, das ist Jeff einfach. Naja, gut. Willst du aber die allerletzte Sache sehen, die hier richtig, richtig komisch ist in diesem Dorf? Eine ganz komische Situation. Ja. Okay, komm mit. Guck, das hier ist eine besondere Sache. Dafür müssen wir erstmal was vorbereiten. Pass auf, du kriegst von mir einen Helm, okay? Das ist... Oh, nein! 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 Da fliegt er. Hier. Da. Ja, okay, du hast ihn. Okay. Noch nicht anziehen. Noch nicht anziehen. Du hast jetzt eine Regenwolke über dir, okay? Ganz vorsichtig. Okay, und jetzt probieren wir mal was aus. Ich werde dir hier ein paar Schweine hinplatzieren. Du kannst da stehen bleiben, aber ich werde dir hier mal so viele Schweine wie möglich hinplatzieren. So, und dann gleich, wenn du diesen Helm anziehst, ja, musst du den Helm, also du gehst dann gleich in diesen Schweinestall mit rein. Geh mal zu den Schweinen mit rein einfach schon mal. Komm, du schaffst es. Bist bei den Schweinchen mit drin. So, okay, yeah, Lars. Baby. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Time Set Night. Okay, jetzt machen wir Nacht. Und jetzt pass auf. Zähl runter, zieh den Helm an und lauf durch alle Schweine durch, die du siehst. Okay? Okay. Dann 3, 2, 1, go. Oh! Oh mein Gott. Du bist so... Alter! Warte, hol mich mal bitte wieder zurück. Ich will mal kurz sehen, was passiert ist. Alter, guck dir das mal an. Was hier gerade... Du kannst dich eigentlich auch selber tippen. Lol. Junge, guck mal, die sind aber alle wie viele Schweine, fast alles sind Dings. Oh, sorry, tut mir leid. Ja, gell, das ist richtig cool. Man kann tatsächlich diesen Helm anziehen und dann hast du eine Gewitterwolke über deinem Kopf und das ergibt keinen Sinn, aber du machst dann die ganze Zeit so Blitze und damit kannst du jeden töten, der bei dir in der Nähe ist. Oh mein Gott. Du bist dann sozusagen... Fliegt auch alles nach oben. Ja, Mann, alles fliegt nach oben und du bringst tatsächlich einfach alles um. Richtig. Alter, schau dir das mal an. Ich gehe mal kurz gleich zu den Schweinen und dann schau dir das nochmal an. Oh, Junge. Okay. Das haben wir jetzt sozusagen... Du hast wirklich so eine kleine Wolke über dir vergrößert. Ja, gell? Das ist wie so eine kleine Regenwolke. Es regnet die ganze Zeit über mir. Gut, meine werten Damen und Herren. Das war tatsächlich das komischste Dorf, was wir jemals besucht haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lars hat tatsächlich hier ein bisschen seinen Spaß in dem Dorf gehabt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und tschüssikowski!